und herzlich willkommen zum Thema Bonsai, Bonsai für Anfänger. Wir haben in der letzten Folge diese Linde und diese hier, noch eine steht da draußen, sieht genauso aus wie die auch, eingepflanzt und auch die Hainbuche hier und den Weißdorn. Beim Weißdorn tut es im Moment noch nichts, bei den Linden kann man es schon sehen und bei der Hainbuche sind auch kleine Knospen schon zu sehen, zeige ich euch einmal kurz in der Aufnahme. Und die Linde, die ist wirklich wunderschön schon gewachsen, wo wir hier nur den Blattschnitt gemacht hatten, die hat man nicht zurückgeschnitten. Ja, und die Birkensamen, die wir eingesät hatten in der Folge, die sind nach sechs Tagen schon gekeimt. Die zeige ich euch gleich auch nochmal ganz kurz. Und heute haben wir noch einen neuen Findling, und zwar ist es diesmal eine Kastanie. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt, wie wir die gefunden haben. Ja. Wir haben jetzt gerade etwas gefunden am Wegesrand. Ja, gleich, komm gleich. Und dabei handelt es um eine Kastanie. Jeder, der sich mit Bonsai beschäftigt, der kommt unweigerlich irgendwann auf Kastanie. Die haben natürlich große Blätter, aber nichtsdestotrotz eine interessante Pflanze, um sie zum Bonsai heranzuziehen. Und ja, wir haben auch lange, lange gesucht und jetzt durch Zufall eine gefunden. Die war im Graben, beziehungsweise, ja, war. Ist ja nicht mehr. Sie war im Graben und ja, ich habe sie dort herausgeholt. Der Graben war gefüllt mit Laub und Humus. Also die Kastanie ist nicht im Boden gewachsen, sondern direkt in dem Humus. Und von daher ließ sie sich sehr leicht herausholen. Nachher zeige ich euch mal die Kastanie, wie die aussieht. Und die werden wir dann auch einpflanzen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein richtig schönes Andenken aus dieser Gegend hier, was wir dann halt auch mitnehmen können. Ja, Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Melodie und Bäume, ne? Das ist auch ein dicker Baum, ne? Ein dicker Baum. Hast du einen Ast? Ein Ast? Hm? Ja. 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 Ach, guck mal an. Apropos Eberesche. Apropos Eberesche. Guck mal hier. Da. Kannst du das sehen? Das sind zwei Ebereschen, die hier in den Wurzeln gewachsen sind. Aber die lassen wir jetzt erstmal stehen. Weil alles können wir da doch nicht mitnehmen. Und so sehen die Wurzeln aus und das liegt daran, weil die in humosen Boden gewachsen ist, also die stand in einem Graben, wo sich jahrelang Laub angesammelt hat und dort ist viel Humus gewesen und von daher haben sich dort extrem viele Wurzeln entwickelt. Also Humusboden ist richtig gut, gerade auch für Sämlinge. Ja, ich würde sagen, das eine oder andere zeige ich jetzt mal kurz in der Nahaufnahme und dann gehen wir zu der Kastanie. So sieht die Linde jetzt aus, die große, wo wir nur den Blattschnitt gemacht hatten und hier kommt unten bereits eine Wurzel heraus und da das Wachstum jetzt so schön hier am Gange ist, können wir jetzt auch diese Linde anfangen zu düngen. Das ist die Hainbuche und auch hier kann man erkennen, dass sie jetzt langsam austreibt, auch hier oben. Und die dürfen wir noch nicht düngen, das Wachstum noch nicht groß genug, genauso wie bei der Linde hier. Auch die düngen wir noch nicht, hier muss erst noch ein bisschen mehr Wachstum am Gange sein und auch bei dem Weißdorn hier. Dort tut sich im Moment noch nichts, also auch die auf keinen Fall düngen. So sehen die Birkensämlinge jetzt aus und wie gesagt, am sechsten Tag sind sie gekeimt. Es lohnt sich also auf jeden Fall jetzt die Samen zu sammeln von der Birke und direkt einzusäen. Lalalalalala. Kommen wir jetzt zu der Kastanie. Die ist sehr lang gewachsen, langstielig, wie gesagt, stand im Graben im Schatten. Alter schätze ich mal jetzt auf etwa 5 Jahre und hat hier eine schöne Biegung drin. Bevor wir jetzt zu den Wurzeln gehen, schneide ich den Kandidaten allerdings erstmal zurück, damit ich das hier besser handhaben kann. Jetzt muss ich mal gucken, hier unten war eine Verletzung. Wo sind jetzt die ersten Knospen? Oh, oh. Wie gesagt, jetzt ein bisschen schwierig, da der Kandidat schon etwas älter ist. Hier sind die ersten sichtbaren Knospen. Muss ich nachher nochmal genauer gucken. Hier scheint noch etwas zu sein. Ich würde sagen, wir schneiden den erstmal oberhalb dieser Knospe hier ab. Und dann kommen wir zu den Wurzeln. Wie gesagt, hier ist eine schöne Biegung drin. Das ist schon mal sehr interessant. Und den Teil, den werden wir später auch freilegen hier. Also dort brauchen die Wurzeln dann nicht wachsen. Und da der Kandidat jetzt schon etwas älter ist, können wir auch im oberen Bereich die Wurzeln schon mal zurückschneiden, die wir jetzt wirklich nicht brauchen. Und
Und wie man sehr schön sehen kann, haben die Kastanien eine Pfahlwurzel. Das sieht man also hier an dieser langen, geraden Wurzel, die nach unten gewachsen ist. Ja, wo schneiden wir Kandidaten jetzt ab? Der Teil ist sichtbar oberhalb. Ich würde sagen, unterhalb dieser Wurzeln schneiden wir den jetzt ab. Und wie gesagt, das kann man bei dem jetzt schon machen, da er schon älter ist und dementsprechend auch viele Wurzeln hat. Den Rest des Wurzelwerkes, den werden wir jetzt erstmal so lassen. Und da machen wir erstmal nichts mehr dran, sondern pflanzen den Kandidaten so ein. Außer die eine lange Wurzel hier, die kürze ich mal eben noch ein bisschen ein, damit er besser in den Topf reinpasst. Ja, und da würde ich sagen, pflanzen wir den Kandidaten jetzt wieder ein. Zunächst stellen wir jetzt mal die Pflanze in den Topf rein, um zu gucken, wie tief wir den einpflanzen müssen, beziehungsweise wie viel Erde wir unten nachfüllen müssen. Dann befüllen wir das Ganze bis auf die entsprechende Höhe. Stellen den Kandidaten noch mal rein. Kann noch ein bisschen Erde rein. Ich gleich mal gucken, ob die Erde ausreicht. Ja, das ist ausreichend. Und den Rest, den füllen wir jetzt auf. Rütteln und schütteln, damit sich die Erde schön zwischen die Wurzelräume setzt. Vorsichtig andrücken. Spinne, du hast hier nichts zu suchen, du kannst gleich nach draußen. Nach dem Einpflanzen werden wir den Ganzen jetzt auch angießen. Also man kann sehr schön hier die Kurve erkennen. Also das finde ich auch sehr interessant bei den Bäumchen. Und wir gießen jetzt reichlich, damit also das Substrat sich richtig vollsaugen kann. Ich zeige den Kandidaten noch einmal kurz rundherum. Ich denke, man kann sich ein besseres Bild davon machen. Also Bewegung ist doch recht interessant. Umso nachteiliger natürlich die gerade Bewegung nach oben. Aber mal gucken, was wir da später mal noch mitmachen können. Jetzt haben wir ihn eingetopft und jetzt wollen wir mal gucken, wie er sich entwickelt. Wie gesagt, dieses lange gerade Stück hier ist natürlich nicht der Hit. Umso schöner die Kurve hier unten. Ich gehe davon aus, dass er irgendwo in diesem Bereich hier unten eventuell austreiben wird. Natürlich auch hier oben. Mal gucken, wie sich das verhält. Vielleicht treibt er auch nur oben aus. Da müssen wir später gucken, wie wir dann da weiter vorgehen. Das zeige ich euch dann natürlich, wenn es soweit ist, wenn der Kandidat denn angeht. Ja, Dünge tun wir nicht. Absonnig stellen auf jeden Fall. Also Sonne darf er nicht haben. Und darauf achten, dass der Boden immer schön feucht ist. Natürlich nicht im Topf stehen lassen, so wie er jetzt hier drin steht. Das habe ich nur gemacht, weil ich mir sonst alles voll sauer. Der kommt nach draußen gleich und dann kommt er hier wieder raus und wird so einfach hingestellt. Damit das Wasser was zu viel ist und natürlich auch ablaufen kann. So, und jetzt bei diesem Spaziergang, wo wir die Kastanie gefunden haben, haben wir dann auch Ebereschen, also die Vogelbeere, gefunden. Ja, wir sind gleich da. Da hinten ist der Wald. Und hier ist eine Vogelbeere. Und von der Vogelbeere werden wir uns jetzt auch ein paar Früchte mitnehmen. Und mal gucken, ob wir die dann später mal zum Baum wachsen lassen können. Und die Vogelbeere möchten wir auch gerne aussehen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir das jetzt sofort machen oder nicht? Ich habe nichts Interessantes gefunden dazu im Internet. Und von daher würde ich sagen, sehen wir sie jetzt einfach mal aus, um zu gucken, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Auf jeden Fall schauen wir erstmal, wie die Samen denn eigentlich in diesen Beeren aussehen. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal eine Beere. Ich hoffe, dass es jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die zerdrücken wir ein bisschen. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, wo das hinspritzt, weil dort kommt immer Saft raus. Nicht, dass mir das an die Linse springt von der Kamera. Dann entfernen wir erstmal die Haut drumherum. Das ist also keine schmierige Angelegenheit, das ist wässrig. Das ist also nicht so tragisch. Man darf jetzt nicht zu doll drücken, denn ich habe vorhin schon mal ausprobiert und die Samen sind relativ weich. Also sie sind nicht weich, aber richtig hart sind sie auch nicht. Also man kann sie durchaus mit dem Fingernagel zerquetschen, von daher ein bisschen aufpassen. Und dann gucken wir jetzt mal, wie die Samen denn dann aussehen. So sehen die Samen von der Eberesche aus. Hier mal zum Vergleich eine Wäscheklammer. Also sind auch recht klein und ja, es sind nicht sehr viele Samen drin, in der Regel ein Samen, manchmal auch gar kein Samen. Wenn man Glück hat, auch mal zwei Samen, aber es kann auch durchaus mal passieren, dass ein paar Beeren überhaupt gar keine Samen drin sind oder keine keimfähigen. Das merkt man daran, wenn die einfach platt sind, die Samen. Wenn man die zwischen zwei Fingern nimmt und drückt und dort keine Wölbung fühlbar ist, dann sind die taub, dann ist dort also auch kein Samen bzw. kein Embryo drin.
Wir haben diesmal wieder ein kleines Schildchen gewählt. Dort sind unten Löcher drin. Kokoserde eingefüllt. Das Ganze drücken wir jetzt ganz leicht an, aber nur ganz leicht. Und hier können wir jetzt die Samen draufstreuen. Ich habe jetzt nicht ganz so viele gemacht, weil das eine Heidensarbeit ist. Den Rest werde ich dann nachher machen. Von daher werde ich jetzt nur hier diesen kleinen Bereich fertig machen. Aber um das euch zu zeigen, denke ich mal, ist das ja auch vollkommen ausreichend. So, das war jetzt meine Samenausbeute von 5 Minuten. Das Ganze bedecken wir jetzt ganz leicht mit Erde, aber auch wieder nur ganz, ganz leicht, sodass sie so eben bedeckt sind. Drücken das Ganze jetzt vorsichtig an, damit die Samen Bodenkontakt bekommen. Und dann gießen wir das Ganze an. Schwuppsdiwupps, ist einer raus. Die Ausbeute der Samen bei der Eberesche ist nicht sehr groß, aber wir brauchen ja auch nicht ganz so viele Pflanzen, von daher ist das nicht so wild, da lohnt sich die Arbeit schon. Und wir testen das Ganze aus, um zu sehen, was geht. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn das jetzt nicht funktioniert, so wie wir es jetzt gemacht haben, dann müssen wir das nächste Mal anders ausprobieren, um zu sehen, wie es dann richtig gut funktioniert, so wie wir es jetzt bei den Birken herausgefunden haben. Also das hat wunderbar funktioniert und das wissen wir jetzt alle und die stehen jetzt ab heute offen, also draußen offen. Natürlich, wenn es jetzt richtig Schlagregen gibt, dann stelle ich sie ein bisschen geschützt, damit sie mir nicht rausgespült werden, denn das wäre dann doch sehr schade. Und ich denke mal, dass wir die auch jetzt bald das erste Mal düngen. Ich denke mal so in 2-3 Tagen ungefähr. Ich beobachte die Sämlinge jetzt, denn wenn die gar keine Nährstoffe bekommen, dann gehen die auch ganz schnell wieder kaputt. Aber das, wie gesagt, muss man alles ein bisschen beobachten. So, wir haben jetzt die Ebereschen hier wieder abgedeckt, die Samen. Und machen das Ganze mit Wäscheklammern fest oder auch mit anderen Sachen, wie auch immer. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wichtig ist halt nur, dass sie abgedeckt sind. Und die stellen wir jetzt auch absonnig, natürlich nach draußen. Es ist schön warm draußen. Und von daher denke ich mal, wenn sie eine Wärme brauchen, werden sie dann auch da schnell keimen. Ja, alles aufregend. So, denke mal, das reicht dann auch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen, bei der Anzucht vor allen Dingen. Denn das macht eigentlich am meisten Spaß, vor allem, wenn man sieht, wie die Pflanzen dann wachsen. So, bis dann. Ciao, ciao.